zeige ich dir, wie du aus ganz einfachen Sachen eine lässige Rassel herstellen kannst. Für das brauchst du Reis, eine WC-Rolle und ein Postitsch. Zuerst nimmst du die WC-Rolle und tust sie falten. Ganz fest zusammendrücken, dass kein Loch mehr zu sehen ist. Als nächstes nimmst du den Postitsch und tust da entlang deine WC-Röhre zusammenpostitschen. Am besten ganz nah zusammen, damit es kein Loch mehr hat. Weil sonst fallen ja all deine Reiskörnchen raus. Jetzt nimmst du einen Löffel, holst ein bisschen Reis raus und leerst sie in deine WC-Rolle. Am besten nicht so viel, dass immer noch Platz hat in den Röhren. Ganz viel Platz. Jetzt hast du da unten deine WC-Rolle zugepostet. Oben machst du genau das Gleiche. Wir drücken wieder zusammen, dass es wie ein Dreieck gibt. Und da oben tun wir auch wieder zusammenpostitschen. Ganz nah nebeneinander. Dass wieder kein Reiskörnchen rausgehen kann. Und schon ist deine Rassel fertig. Jetzt kannst du sie auch noch bemalen oder bekleben, was du gerade Lust hast. Und vielleicht kannst du sie ja schon brauchen, wenn du das nächste Mal in die Musik gehst. Bis gleich!